Abschussfahrt. Die abgefahrene Komödie über eine Klassenfahrt nach Prag, die alle Beteiligten garantiert so schnell nicht vergessen werden. In Prag, was ist in Prag passiert? Ja, tatsächlich, ehrlich gesagt, relativ langweilige Geschichte. Dabei wollten die Freunde Paul, Max und Bernie im Prager Nachtleben lediglich ihren Spaß haben. Tja, wären da nur nicht Juli und ihr Bruder Magnus gewesen. Juli ist so everybody's darling, würde ich sagen. Und bei dem Bruder, den Magnus, den muss ich immer ein bisschen aufpassen. Und weil Paul auf Juli steht, verspricht er ihr, auf ihren Bruder aufzupassen. Doch darüber sind Max und vor allem Bernie gar nicht begeistert. Warum setzen wir hier mit diesem Freak, wenn wir eigentlich draußen sein sollten? Wir haben beide eine große Fresse. Aber, ja, er denkt noch weniger nach als ich, glaube ich. Das ist eine Szene, die ich sehr, sehr mag, weil hier unser Florian, der Magnus, das einfach großartig spielt und ich muss jedes Mal wieder lachen. Kurzerhand beschließen sie, Magnus mit auf ihre Tour zu nehmen. Doch das, was sie in einem Club neben Schlamm catchen, anschließend mit ihm erleben, damit hätte wohl keiner der Freunde gerechnet. Nein, das war für mich einfach das, was am meisten Spaß gemacht hat. Nein, also das war schon sehr anstrengend, weil das war auch kalt und der Dreck geht halt überall hin. Der fragt auch nicht so irgendwie, ob er ins Ohr darf, der macht es einfach. Er ist ganz unhöflich. Denn plötzlich ist Magnus verschwunden. Die drei machen sich also auf die Suche nach ihm und geraten dabei im Prager Nachtleben auch unfreiwillig an einen Drogenboss. Allerdings endet diese Begegnung für Bernie ganz schön schmerzhaft. Das war ziemlich cool, weil ich habe tatsächlich dann auch das irgendwann dann gekonnt und dann riskiert. Aber mir ist nichts passiert zum Glück. Es war kein echtes Messer. Max alias Max von der Gröben durfte im Film dafür aber mit einem echten Panzer fahren und die Gangster vermöbeln. Max im Film boxt. Ich habe auch mal Judo gemacht, Kampfsport. Und der Bruder von Tim Trachter, dem Regisseur, der ist Boxtrainer. Und dann haben wir ein bisschen trainiert, damit die Moves auch cool aussehen. Doch wie ist das eigentlich mit seinen Filmkollegen? Gibt es bei denen auch Parallelen zu ihren Charakteren oder ihrer Schulzeit? Also ich war irgendwie so in der Mitte. Also ich war jetzt nicht bei den mega coolen, aber ich war auch nicht bei den gemobbten, sondern ich war der langweilige Mitläufer. Ich war immer so der Bonbons hatte. Gedreht wurde Abschussfahrt übrigens größtenteils tatsächlich in Prag. Und Regisseur Tim Trachte hat uns auch erklärt, warum das so war. Es ist alles genau so in Prag, das gibt es tatsächlich. Man kann da wirklich noch einen Panzer irgendwo mieten, wenn man die richtigen Leute fährt. Wer auf Filme im Hangover-Stil abfährt, der wird also garantiert seinen Spaß haben. Abschussfahrt, jetzt im Kino.